Glaubt ihr eigentlich an alles, was ihr seht? Beziehungsweise das, was ihr mit euren eigenen Augen seht, als die Wahrheit empfindet? Beziehungsweise, dass es auch der Wahrheit entspricht? Oder vielleicht lässt ihr euch auch von der nächsten Gruppe eure Augen öffnen. Traue deinen Augen. Hallo zusammen. Ich darf Sie zunächst in Bayern, dem treuesten Bundesland Deutschlands, begrüßen. Was? Für ein Quatsch? Ich hab's doch hier schwarz auf weiß oder grün auf grau. Da siehst du doch, ganz am Anfang hier. Bayern hat 10%, in Bayern geben 10% der Leute zu, dass sie fremdgehen, und in Berlin 30%. So, und alle anderen sind dazwischen, also wir sind die treuesten. Ja, okay, also der Statistik nach glaube ich das schon, aber ich meine, wo sind jetzt da die Enthaltungen? Ich meine, bei so einer Umfrage, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Publikum fragen würde, wer von Ihnen ist jetzt eigentlich schon mal alles fremdgegangen? Ja, sieht man, dann enthalten sich halt viele. Und deswegen, wenn der Beamer es zulässt, kann ich dir auch mal zeigen, wie das nämlich dann aussieht, wenn man die Grafik vervollständigt mit den enthaltenen Stimmen, und dann sieht man einfach, Bayern haben sie sich nicht getraut, was zu sagen. Die Berliner sind einfach ehrlicher wahrscheinlich. Wie man gerade vielleicht gerade gesehen hat, ist in Statistiken kann ein komplexes Thema sein, und es versteckt sich aber oft als sehr einfaches Thema. Ich meine, wie man gerade gesehen hat, man denkt, okay, das sind eindeutige Daten, das kann nur bedeuten, ja, die Bayern sind am treuesten, aber ganz so einfach ist es halt nicht. Und oft schreibt man sich halt auch die Kompetenz ab, dass man als Laie sowas erkennen kann. Und wir sind ebenfalls wie Aaron Levenstein der Meinung, Statistiken sind wie Unterwäsche, also meistens dreckig. Was sie enthüllen, ist gehaltvoll, aber was sie verbergen, ist entscheidend. Genau aus diesem Grund haben wir das Projekt Traue deine Augen ins Leben gerufen. Ja, was ist denn überhaupt Traue deine Augen? Also schlussendlich ist es eine moderne Webanwendung. Das heißt, sie ist responsive, sie funktioniert auf allen mobilen Endgeräten und sie soll kreativ und spielerisch über Manipulationen aufklären. Einen Grundüberblick geben über die Manipulationsarten, die es gibt, und zum anderen auch soll es ein Tool zur Erkennung von Manipulationen in Statistiken für jedermann sein. Damit es auch für jedermann ist, haben wir uns halt überlegt, was für Themen könnte man da nehmen. Und wir haben uns halt darauf beschränkt, sehr, sag ich mal, kontroverse Themen zu nehmen, die aber irgendwo auch noch aktuell sind. Ich meine, heutzutage wird man dauernd mit Informationen bombardiert. So, manche Leute glauben, die Erde ist rund, manche glauben, sie ist flach. So, es gibt sehr viele, sag ich mal, polarisierende Themen. Und wir haben versucht, einige von denen in unserem Projekt aufzugreifen. Und damit man das Ganze halt irgendwie auch verstehen kann und es nicht irgendwie ganz so trocken ist, weil wer hat schon Lust, sich mit Statistiken zu beschäftigen, haben wir das Ganze in eine Story verpackt oder in mehrere Stories. Und dafür haben wir zunächst zwei Charaktere eingeführt. Und so diese Charaktere, wie man sie hier sehen kann, die könnten unterschiedlicher nicht sein. So, die sind sehr, das soll ein Pärchen darstellen, die oft sehr unterschiedlicher Meinung sind. Und diese Charaktere begleiten uns durch Alltagssituationen und haben halt sehr oft kommen sie in die Situation, wo sie halt eine Meinungsverschiedenheit haben. Und durch diese Meinungsverschiedenheiten leiten wir ein auf unsere Manipulationsarten. Und genau durch die Charaktere schaffen wir es halt auch irgendwie, dass jeder sich ein bisschen damit identifizieren kann, auch dadurch, dass sie so unterschiedlich sind. Weil man kann immer mit einem der Charaktere mehr sympathisieren als mit dem anderen und ist dann irgendwie tiefer drin in der Story. Genau. Man hat schon ein bisschen die Charaktere gesehen vom Design, und ich wollte jetzt mal ein bisschen noch was zum Design generell sagen. Hier sieht man so ein paar Inspirationen, die uns dazu verleitet haben, das Design so zu machen, wie es jetzt ist. Wir haben uns primär an den Bauhausstil gehalten und wollten da in die Richtung ein bisschen gehen, aber auch nicht komplett. Dadurch, dass wir uns mit Statistik beschäftigen, haben wir natürlich auch gesagt, okay, wir nehmen die Elemente aus einer Statistik heraus, das sind Rechtecke, das sind Balken, das sind Kurve, das sind Kreise, und nehmen die wieder auf und bringen die in unser Design mit ein. Eine Beispielszene
ist hier das Restaurant. Da sieht man Gläser aus dreieckigen Linien, wir haben Kreise mit drin, unsere Charaktere kommen wieder mit vor, wir haben Balken mit drin, also alles, was in einer Statistik vorkommt, kommt auch irgendwo wieder in unserem Design wieder vor. Ein bisschen was zur Technik, also wir haben das Ganze auf Angular aufgebaut, wir benutzen externe Bibliotheken für die Scroll-Animation und für die Statistiken. Und generell ist unsere Seite in 4 Stories aufgebaut. Diese 4 Stories sind alle modular erweiterbar. Und um einen Eindruck von den Stories zu bekommen, haben wir euch auch ein paar Videos mitgebracht. Wie ihr hier vielleicht sehen könnt, vielleicht habt ihr ihn ja vorher schon mal auf einem der Screens gesehen. Vielleicht erkennt ihn ja jemand. Ist er auch auf jeden Fall ein sehr aktuelles und kontroverses Thema. Also die Rede ist von Donald Trump. Er spaltet die Gesellschaft wie fast kein zweiter aktuell und deswegen haben wir ihn auch so als populistisches Stilmittel mit in unsere Applikation gebracht. Wie vielleicht einige von Ihnen wissen, hat er nicht die Mehrzahl der Stimmen gehabt bei der Wahl und da fragt man sich halt schon, wie kann jemand überhaupt eine demokratische Wahl gewinnen, wenn er eigentlich nicht die absolute Mehrheit hat? Und das haben wir eben versucht, an diesem Beispiel, eine Art, wie das möglich sein kann, haben wir versucht, an diesem Beispiel zu erläutern. So, wie man gleich, hier sieht man auf jeden Fall gleich mal unsere Applikation. Und wie man hier sehen kann, das sind die Wahlkreisgrenzen in North Carolina. Also die Art der Manipulation ist die Verschiebung der Wahlkreisgrenzen. Dadurch lassen sich eine Mehrzahl dieser gewinnen, ohne dass man insgesamt aufs ganze Land gesehen die Mehrheit hat. Und das Ganze haben wir versucht, interaktiv darzustellen. Also man sieht, hier in diesem Spiel kann man selber mal in die Wahl eintauchen und selber versuchen, die Wahlkreisgrenzen so zu ziehen, dass man die Wahl gewinnt. Wie Sie sehen, sind hier nur 6 Vertreter der weißen Partei und 9 Vertreter der schwarzen Partei. Und trotzdem gewinnt, wenn man die Wahlkreisgrenzen so zieht, die weiße Partei. Ein weiteres Beispiel, was auch in Deutschland immer wieder gemacht wird, ist die Arbeitslosenstatistik. So, für jeden Politiker ist es ein wichtiges Mittel, wenn man sagen kann, hey, während meiner Wahlperiode ist die Arbeitslosenzahl reduziert worden. Und das Ganze ist aber nicht immer so, wie man sich das vorstellt, sodass wir mehr Leute Arbeit haben im Endeffekt, sondern ab und zu werden auch einfach die Kriterien verändert. Das ist Thema unseres nächsten Beispiels, was man hier sehen kann. Man bekommt hier 4 Optionen präsentiert und kann einfach mal für sich selber entscheiden, welche dieser Personen, die jeweils für eine Personengruppe stehen, zählt denn für einen selbst als arbeitslos. Und wenn man dann durchgeht, wird man irgendwann feststellen, okay, keine der gezeigten Personen, also zum Beispiel ein Eurojobber oder Langzeitarbeitslose, die schon länger als 4 Jahre arbeitslos sind und über 58 Jahre alt sind, zählen einfach nicht mit rein. Das hat die Politik irgendwann beschlossen, ja, das ist jetzt kein Arbeitsloser mehr, das ist jetzt ein schwer vermittelbarer. Und auf solche Dinge wollen wir halt auch aufmerksam machen. Des Weiteren hat vielleicht von Ihnen irgendjemand vor kurzem die Überschrift in der Bild-Zeitung gelesen, Mohammed ist jetzt der häufigste Jungenname in Berlin. Und Zahlen lügen nicht. In dem Fall ist es auch keine Lüge, was da steht, aber es entsteht halt oft, wenn man irgendwie so relative Vergleiche erwähnt, sage ich mal, dann entsteht oft der falsche Eindruck. Wenn man jetzt liest, Mohammed ist der häufigste Jungenname, dann denkt man, okay, irgendwie ein großer Teil der Jungen muss jetzt Mohammed genannt worden sein. Aber wenn man dann die absoluten Zahlen sich anschaut, dann... vielleicht sind es gar nicht so viele, wie man vielleicht zuerst eingeschätzt hätte. So, und hier bekommt man die Chance, dass man selber mal sagt, wie viele der 22.000 Jungen, die in Berlin geboren wurden, wurden denn wirklich Mohammed genannt? Ja, und wie man am Ergebnis sehen kann, sind es nur 280, also irgendwie knapp 1%. Und wenn man hört, es ist der häufigste Jungenname, dann hat man vielleicht eine sehr viel höhere Zahl im Kopf am Anfang. Ein bisschen noch was zum Ausblick von unserer Webseite. Also die ist aktuell auch online erreichbar. Wir haben sie auch auf unserem Stand wiedergespiegelt. Wir sehen trotzdem auch, dass diese Webseite auf jeden Fall in Bildungseinrichtungen verwendet werden kann. Wir haben die ganzen komplexen Themen versucht, so gut wie möglich und klar verständlich rüberzubringen. Und deswegen sehen wir das schon auf jeden Fall als Möglichkeit, das schon frühen Jugendlichen auch zu zeigen.
Natürlich ist das Ganze auch erweiterbar. Dadurch, dass wir das auch modular aufgebaut haben, können Unmengen an Stories noch hinzugefügt werden. Beispielsweise gibt es ja auch viele Manipulationen zu anderen Themen noch, beispielsweise Medizin. Da wird auch gerne viel an Statistiken rumgespielt. Sowas wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, diese Webseite noch weiter auszubreiten. Einen herzlichen Dank geht an unsere Betreuer, einmal den Herrn Professor Kovacic und Ralf Stachula von der JEA-Agentur, die unsere Betreuer waren. Und wer gerne wissen will, warum Scheidungen nicht unbedingt zu Margarinenkauf nicht unbedingt was mit Scheidungen zu tun hat, der kommt gerne einfach bei unserem Stand gleich vorbei und kann die Wahrheit ins Auge blicken. Danke. Dankeschön.